12 Slabs. Gehen wir hier rein und gucken, was hier alles so liegt. So. Dann wird es Zeit, dass wir den industriellen Weg einschlagen. Weil wir gerade nicht mehr so viel zu anderes Zeug haben. Fangen wir dann hier hinten an, so ein bisschen mit Stein zu arbeiten. Ich weiß bloß noch nicht, wie sehr. Wir müssen das ja auch alles ausleuchten, was wir hier machen. Bam, bam, so. Moment, wir müssen das alles ausleuchten. Das darf ich nicht vergessen. Machen wir uns mal 16 Fackeln, das sollte erstmal reichen. Da können wir eventuell, warte mal, wir können eventuell... das Ding wegschmeißen, so. Moment, gleich haben wir's. Da holen wir uns nämlich jetzt hier ein bisschen Stein. Warte mal, wir brauchen 6 für... ich glaube 2. Also 12, machen wir 18 draus. Machen wir einfach 18 draus. Hui, ach nee. Du kriegst 6 daraus, okay. Das ist natürlich noch besser. Hier mach ich eine Mauer dann mal hin. Soll ich hier eine komplette Mauer hinmachen? Ich überlege gerade. Könnte ich eigentlich. Wäre eigentlich gar nicht so dumm. Es wird langsam wieder Nacht, deswegen packe ich die ganzen Setzlinge mal weg wieder. Und ernte noch schnell den Rest Baum ab. Der hier noch zu finden ist. Nein, ich würde euch die Axt nehmen. So, und hier noch. Super. Alle Setzlinge weg, alle Setzlinge weg. Axt machen wir jetzt noch schrottschnell. Achso, das würde gleich nachdingsen. Okay. Jetzt noch schnell ausleuchten, dann könnt ihr das nämlich auch hier weg, dann mache ich das nämlich hier drauf. Sieht doch viel cooler aus. So. Dann schauen wir mal, was wir hier noch eventuell ausbessern können. Huch, das wollte ich gar nicht. Nichts momentan, okay, gut. Ich habe schon gebratenen Fisch drin, den esse ich gleich mal, weil das wird gerade ein bisschen knapp mit Essen. Ach, auf Glas kann man Fackeln setzen? Das wusste... hä? Wann geht das denn? Kleinen Moment. Achso, es ist ja Nacht, deswegen.
sehe gerade sehr wenig. Okay, jetzt habe ich erstmal einen Schock bekommen wegen dem Ding. Ich dachte, ich bin gegen irgendwas gelaufen. Einen Absalmer noch schnell bekommen, das ist auch nicht schlecht. Langsam steigen unsere Versorgungs... Oh, hier. Äußerst cool. Gleich 5 neue. So. Wir können das also gleich mal dazulegen hier. Dann tue ich mal hier jetzt die ganzen Blöcke rein. Was das so mit Blöcken und Bauen zu tun hat, kommt hier rein. Das also. Dann landet hier der ganze Rest drin, sowas wie 50, die 50. Schaufel. So, hier nehmen wir, der kommt, Moment. Das kommt noch hier rüber. Dann kommt das alles so hin. Super. Hallo Freunde. Aua. Stopp. 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 Und da ist noch einer. So. Ist echt verdammt dunkel. Haben wir denn jetzt endlich Knochen bekommen? Sehr schön. Dann wage ich jetzt mal. Och, das ist ja gut, der klappt beim ersten Mal. So. Dann vielleicht ernte ich das gleich mal ab. Lalalala. La 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 la. Vielleicht kriegt man so ja wirklich bessere Nahrungsmittel zusammen, wenn man die Pilze abernten. Wer weiß, wer weiß. So, der ist weg. Wie viel haben wir denn bekommen jetzt? Wir haben jetzt mit 20 Pilze bekommen. Kann ich gleich wieder platzieren. Lass mal den noch wachsen. Super, es läuft echt gut. So, was auf... Oh. Da war es vorbei erstmal. Ich habe auch gerade nichts anderes da... Ist das alles? Kommen echt nur so wenig aus dem... Uah. Pilz raus, das ist das alles daneben gegangen jetzt. Okay, die gehen alle daneben. Weil er bis, oh, weil er doch ein bisschen länger ist, als ich dachte. Na, können wir jetzt mal hoffen, dass uns da vielleicht das eine oder andere ins Gesicht springt, wie das da gerade. Und dann werde ich das hier gleich noch ein bisschen ausbauen. In näherer Zukunft. So. Dann gehen wir erstmal ins Fach hier und holen uns ein wenig Holz raus. Und Sand kann auch noch raus. Moment.
Dann... machen wir uns noch 20 Essensschalen und packen da erstmal die Pilze rein. Super. Dann nehme ich mal den Restholz auch noch raus. Weil jetzt wird es Zeit, dass wir uns hier eine Kiste blam machen. Das Problem bei diesen Essensschalen ist nun wirklich, dass man sie nicht stapeln kann. Das sollte ja kein Problem sein. Und jetzt essen wir das Zeug einfach. Flup. Hihi. Und dann können wir die Pilze auch gleich hier rein tun. Die kommen wir runter mit. Und das Knochenmehl kann ich da... Gut, jetzt haben wir ja erstmal genug Essensschalen. Dann kann ich das Knochenmehl auch gut für das Weizen hier noch verwenden. Um das dann gleichzeitig noch ein bisschen voranzutreiben. So. Haben wir jetzt sicher auch noch Weizen und Brot und noch ein bisschen Zombiefleisch. Also jetzt mangelt es uns, glaube ich, nichts mehr. An nichts mehr. Hier haben wir ganz normalen Bogen noch. Sind gerade keine Zombies da, okay. Nehmen wir mal ganz kurz hier uns die Zeit und machen hier mal ein bisschen weiter. Damit es hier wenigstens von der Seite, also von dem Ding, es gut aussieht. Sehr schön. Und da sehe ich die ersten Skelette, die sich munter flockig. So, und der Creeper da noch. Huch. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Äußerst schön. Haben wir denn? Ja, natürlich Hammer. Super. Das heißt, wir können jetzt hier richtig loslegen sogar. Wie haben wir denn bekommen? Ja gut, das hat sich natürlich nicht so gelohnt. Hm, schade. Ich dachte, wir bekommen da jetzt ein bisschen mehr raus. Aber auch okay. Aber jetzt drei Brote schon. Ja, ach, was willst du? Jo. Glas wollte ich noch brennen. Habe ich das gerade gemacht schon? Nee, ich habe keine Kohle dabei gehabt. Ach, die müsste trotzdem hier drin sein. Genau, Kohle ist hier. Habe ich noch... Ich habe doch noch Holz gehabt, oder? Genau. Nehme ich mir jetzt die Kohle, die ich habe. Brenne mir erst das Holz zu Holzkohle. Dann brenne ich den Rest zu Sand. Ja, und dessen ernte ich mal die Kakteen ab. Und dann können wir dann eventuell, wenn wir es brauchen, uns grüne Farbe machen, was ich jetzt bezweifle, dass wir es brauchen, aber pff, wer weiß schon. So, Museum breitet sich jetzt hier ein bisschen hinter schon aus. Ach siehst du, wir müssen ja auch noch das hier machen. So. Und der Baum ist endlich gewachsen. Hey! Lass, ich glaube, den lasse ich hier stehen. Der sieht cool aus. Ich glaube, den lasse ich stehen. Packe ich mir aber mal hier so aus Jux in der Tollerei. Noch ein, zwei Kakteen. So. Sieht auch cool aus. Und dann gehen wir jetzt mal runter und holen uns mal ein bisschen Stein von unten und basteln unten gleich mal weiter. Ihr seht schon die Erde, die... LOL! Hier ist die Kuh gespawnt! Ich glaub's nicht, hier ist eine Kuh gespawnt.
Wow, 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 wow. Und ein kleiner Zombie. Hier ist einfach eine Okay. Stimmt, wir hatten hier ja einen Gang gegraben. Geil, jetzt ist einfach eine Kuh gespawnt. Warum nicht? Ja, ich putze jetzt hier hinten einfach mal und gucke, dass ich vielleicht noch Eisen finde oder sowas. Wäre sehr geil, die Kuh, die wird ja jetzt nicht verschwinden wieder, die bleibt ja. Und die kam von der Insel auch nicht runter. Und vielleicht sollte ich die Insel einzäunen, dann passiert mir nicht, dass es vielleicht doch passiert, dass die dann irgendwie sich verabschiedet. Wäre unlustig. Okay. Das funktioniert ja so gar nicht, gell? Jetzt haut ja alles nicht mehr hin. Toll. Klasse. Okay, dann lass ich jetzt auch erstmal sein, dann gehe ich wieder nach oben. Tada, tada, tada. Ist wieder ein herrlich verregneter Tag. Deswegen stelle ich jetzt mal in die Seite irgendwo hin, das... So. Okay, wir haben Kakteen ohne Ende. Oh, mir tun die Kopfhörer schon mittlerweile weh. Holz wollten wir noch holen. Machen. Holen, na klar. Wird wieder Zeit für mein übertriebenes Baumprojekt hier. Ich glaube, das kann ich ja auch wegmachen.